Geschichte eines Schweizer Bergflugzeuges, der SB-2 Pelikan. Entwickelt wurde er in den 1940er Jahren an der ETH Zürich und... Aber lassen wir diesen Teil der Geschichte von den eigentlichen Protagonisten erzählen. Markus Frey baut Modellflugzeuge und will den Pelikan wieder zum Leben erwecken. Während Kuno Groß ein Buch über das abwechslungsreiche Leben des Flugzeuges schreibt. Beide starten am selben Punkt, bei der Konsultation desselben Quellenmaterials. Bei meinen Recherchen gehe ich meistens immer gleich vor. Probiere ich so viele Informationen und Unterlagen von dem jeweiligen Flugzeugtyp zu bekommen, wo mir dann den Bau sehr viel erleichtert. Das Hochschularchiv hat mir so weiterhelfen. Die Unterlagen, die ich gefunden habe, haben sie mir eingescannt und in digitaler Form zur Verfügung stellen können, damit ich sie noch via CAD eigentlich dann meine Pläne erstellen und so meine Teile auf der CNC-Fräsmaschine ausfräsen können. Was ist faszinierend am Modellbau? Es ist einfach die vielseitigen Facetten, sei es ein kreatives Bauen bei schlechtem Wetter. Das, was man gemacht hat, draussen erproben und vor allem eben auch um Leute herum sein, das Gesellschaftliche, wo man mit anderen Leuten sein Hobby teilen und einfach Zeit miteinander verbringen. Wie kommt man darauf, über den Piratus Pelikan ein Buch zu schreiben? Das ist eigentlich ganz einfach, wenn man sich für die Flugzeugfirma interessiert und die Fliegerei, die historische Fliegerei in der Schweiz, dann kommt man zwangsläufig irgendwann auf ein seltsames Flugzeug, das die Flügel nach vorne hat, und das ist der Pelikan. Wenn man dann ein bisschen sucht, man findet nichts über das Flugzeug. Es sind ein paar wenige Ziele, die wiederholen sich immer wieder. Und das macht einfach neugierig, ob es da irgendetwas mehr gibt. Das Hauptaugenmerk bei meiner Recherche ist nicht nur, es ist nicht nur das Flugzeug, wie es gebaut worden ist, sondern mir hat mich das Ganze interessiert, der Kontext, was sind das für Leute, was hat man eigentlich damit wollen erreichen, hat man es geschafft, hat man es nicht geschafft, was sind die Schwierigkeiten, die Herausforderungen und wie hat man das gelöst. Ich habe eigentlich schon lange mit der Recherche angefangen, schon sehr weit gewesen. Da bin ich plötzlich mal auf den Markus Frey gestoßen im Zusammenhang mit dem Pelikan. Und das im ersten Moment ist das ein Schock gewesen, weil ich dachte, jetzt ist noch jemand anderer am gleichen Projekt dran. In zwei Minuten, nachdem er ein SMS geschrieben hatte, hat er sich bereits gemeldet. Und dann hat er sich schnell mal herausgestellt, dass er nicht ein Buch schreibt, sondern ein Modell will bauen. Und seither sind wir in regen Kontakt und können es auch ergänzen. Markus und Kuno unternehmen nun die nächsten Schritte. Doch wie für die damaligen Konstrukteure stellt der Pelikan auch die beiden vor außergewöhnliche Herausforderungen.